Und da sind wir wieder zurück bei Pokémon XD in den Kampf gegen den Gorilla Olaf alias Razaf. Seine beiden Krypto-Pokémon stehen auf uns, die wir jetzt versuchen werden einzufangen, ist ja klar. Aber vorher müssen wir noch auf jeden Fall das Hypno einmal schwächen. Ich denke mal, jetzt machen wir eine Kopfnuss. Und auf den Razaf, auf das Razaf, der, die, das, wer, wo, was, keine Ahnung, schmeißen wir einen Ball und hoffen einfach mal, dass es reingeht. Obwohl ich es eher zweifle, weil Razaf einfach Razaf ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wirklich zu schön. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir hier elendig verrecken werden. In diesen scheiß Krypto-Pokémon. Ich habe nämlich nicht mehr so viele. Na, das macht ja auch nicht so viel Schaden. Kryptosturm. Jetzt geht's aber los. Au. Mega sauber. Und ich werde nochmal einen Ball werfen. Weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt nochmal einen Tag auf Razaf einsetze, ob es dann umkippt oder nicht. Weil ich glaube, es wird nämlich eher umkippen. Da versuche ich jetzt lieber nochmal so das zu fangen. Das hat leider nicht funktioniert. Weil ich habe keine Lust, dass Olaf mich hier total kaputt hauen. Das habe ich nur zwei Pokémon. Hätte noch einen Top belesbar. So ist es ja nicht. Aber ich schaue jetzt mal, was er so noch ausrichten kann. Kryptoban, was macht das denn noch? Nichts Gutes natürlich. Oh Gott. Oh Gott. Es wird mich vernichten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Knirscher. Ja, jetzt knirschen. Und dann werfe ich einen Hyperball. Hyperball. Hüfte da, Saf, und hoffe, dass es jetzt endlich mal reingeht. Und ich habe das dunkle Gefühl, dass es beim ersten Erwachen gleich schon wieder rauskommt, weil es ja jetzt ein Hyperball ist und kein Superball mehr. Was natürlich total viel Sinn macht. Ah! Yes! Razaf haben wir schon. Jetzt muss ich nur noch Hypno überleben. Sonst dürfen wir das Ganze nochmal machen. Aua, 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 aua. Oh, bitte, danke. Ich glaube, ich werde durch Vorsicht selber den Kapulierer benutzen. Ja, werde ich tun. Bosse wird aber nochmal einen Knirscher machen. Ich wollte gerade 42er bezogen, ne? Ich werde es so machen. Irgendwann den Top-Believer, genau. Ich glaube, Masche ist schon ganz gut. Und dann machen wir hier nochmal eine Aquaknarre. Also, wo da geht, sollte es gut überleben. Ich glaube, Posta eher nicht. Ach, Gott sei Dank. Sowas von tot. Ich hätte vielleicht doch lieber Hades nehmen sollen, weil wenn ich jetzt nicht einfange, würde ich es eben mit Biss weghauen können. Egal, komm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich bin ja ganz zuversichtlich. Na, geh rein, bitte geh rein, bitte geh rein, bitte, 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 danke, 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 danke. Gewonnen! Dober Gorilla, gewonnen! Ah, ah, ah. Er ist total fassungslos.
jetzt reizt. Damit kommst du nicht durch. Jetzt hast du den Bogen überspannt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich jage die Fabrik in die Luft. Mit dir. Hi. Captain Olaf. Du jetzt. Akzeptieren Sie Ihre Niederlage. Was ist das für Renos? Hehe, so trifft man uns also wieder. Du erinnerst dich doch an mich, nicht wahr? Es war sowas von klar, ganz ehrlich. Sehr richtig, ich bin der Opelos. Oder sollte ich besser sagen, Ferenus. Frenus, nicht Ferenus. Großmeister des Team Krypto. Ich muss gestehen, ich bin erstaunt. Ich hätte nie gedacht, du könntest diese Fabrik zerstören. Doch das ist unwichtig. Auch wenn die Massenproduktion von Krypto-Pokémon gestoppt wurde, ist unser eigentlicher Masterplan ungefährdet. Wir haben die Arbeit an den XD-001 abgeschlossen. Es ist nun bei dir. XD-001? Das ultimative Krypto-Pokémon, das gegen die Erlösungsprozesse immun ist? Nun werde ich den Abschluss unseres Planes zur Aktivierung des XD-001 vorbereiten. Glaubst du denn allen Ernstes, du könntest mich aufhalten? Ich bin im Krypto... HQ, wollte ich sagen. Und da habe ich gleichzeitig auch Hauptquartier. Auf der Insel Obscura, kurz vor Portobertos. Danke für diese Information. Es ist eine unheilbare Festung, umgeben von Sturmwinden und dem tobenden Meer. Ich schwebe auf anderen Sphären auf meinem fliegenden Stuhl und ich werde die Welt erobern mit meiner fiepseligen Stimme und alles wird mir gehören. Und die Insel ist für niemanden erreichbar. Komm, wenn du es wagst. Ich werde mit Freuden auf dich warten. Toll. Meister Venus hat so einen herrlichen, süßen Sinn für Humor. Und der total geile Stimme. Kein normales Schiff kommt gegen die stürmische See an. Und selbst wenn du es bis auf die Insel schaffen wolltest, dort wimmelt es von Trainern mit Krypto-Pokémon, die ich erschuf. Und es dürfte dich noch viele weitere Krypto-Pokémon geben. Hätte XD01 nicht das Schiff über der Wüste fallen gelassen, hätten wir nicht so lange gebraucht, Krypto-Pokémon zu erschaffen. Das ist doch nebensächlich. Es gibt massenweise Krypto-Pokémon, die dich gebührend empfangen werden. Wie viele es sind, das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich es täte, würdest du aufgeben. Und ich möchte doch noch etwas Spaß haben, bevor wir endgültig diese Welt beherrschen. Also mach dich bereit. Gauga. Ich habe Angst. Nein, habe ich nicht. Ich danke für diese tolle Funktion und eine Liste der produzierten Krypto-Pokémon. Die liegt hier einfach mal so rum und Olaf weiß überhaupt nicht, wie viele Krypto-Pokémon es gibt. Das ist toll. So, jetzt werden wir diesen schrecklichen Ort verlassen. Hier stinkt nämlich gewaltig nach Krypto. Und es liegt bestimmt nicht an diesem lila See, der unten rumwirbelt. Die Insel Obscura. Was für ein mysteriöser Ort ist das. Auf jeden Fall ein sehr gefährlicher Ort, wie der Herr Olaf uns das gesagt hat. Besonders der Herr Olaf. Wird auch unser nächstes Ziel sein. So viel kann ich schon mal sagen. Aber erstmal müssen wir auf diese blöden Festung raus. Diese blöde Kiste ist mal wieder im Weg. Und sind meine Pokémon... Nein, das sind keine Pokémon. Pokémon geheilt. Natürlich nicht. Werden wir das nochmal schnell tun. Und dann uns hier rausbegeben. Diebstahl, das ist Diebstahl! Was geht hier vor? Wer hat was geklaut? Ich will mitmachen. Hallo. Verdammt, gib das zurück. Rück das sofort wieder raus. Was ist denn passiert? Hat man dich bestohlen? Diese beiden Verrückten haben ein Krypto-Pokémon gestohlen. Einer trug sowas wie einen Mohawk und der andere hatte eine Frisur wie ein Ball. Okay. Verdammt, sie haben das letzte Krypto-Pokémon geschnappt, das heute noch produziert wurde, bevor die Anlage stehen blieb. Eine Frisur wie ein Ball. Wer kann das nur sein? Ja, die haben ein Pokémon geklaut. Wow, sind ja doch sowas zu gebrauchen. Dazu später mehr, kann ich schon mal sagen. Oh, die Bodyguards liegen hier gar nicht mehr rum. Überraschend. Lalalalala, viel zu große Einfahrt, kein Dingens. Ich renne jetzt mal hier aus dem Bild. So,
Wo müssen wir denn hin? Wir haben wieder keine E-Mail gekriegt. Wir fahren einfach mal, als ob ich nichts wüsste, zum Pokémon-Hauptquartier. Nein, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Hier nicht. Ich habe eine Pokémon-Liste gekriegt. Sollte ich die... Ich weiß nicht. Wir kriegen gleich eine E-Mail. Irgendwann kriegen wir gleich eine E-Mail. Wir müssen nur irgendwo hinfahren und kriegen eine E-Mail. Das hat im Pokémon-Kolosseum auch schon funktioniert. Ja, ist auch nicht funktioniert. Dann gehe ich mal ins ONBS. Einfach so. Könnte auch sein, dass wir nach Porto Polos fahren müssen. Ich weiß es nicht mehr. Ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Ich sehe dann in meinem Pokémon aus. Mit dem Level. Ja, da habe ich wundermäßig gedacht. Das muss noch nach hinten, sonst kann ich hier nicht weiterlaufen. Es wird mein totales Ski durcheinander bringen. Vielleicht interessiert die Liste ja bald der Lenny. Oder was? Oder die liebe Chio? Ich glaube Chio eher nicht. Hier knillt's bestimmt. Guck mal. Bam, 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 bam. Hi. Hi. Hi, wie läuft's? Was sagst du? Du hast nicht nur die geheime Frucht von Team Krypto gefunden, sondern hast sie auch noch platt gemacht. Alles klar, ich gebe leider Team grünes Licht für diese Story. Sie sah schon die ganze Zeit wie auf glühenden Kohlen. Ja, die Leila. Hat auch nichts Besseres zu tun, als in der Weltgeschichte rumzuhören. Ja, eine echte Reporterin. Die weiß schon, was sie will. Dum, dum, dum. Gehen wir mal hoch zu Byte. Erstmal tun wir total in den Pfosten stecken bleiben. Muss gemacht werden. Ist lebt den lieben Item. Ist nicht gerade so. Ist bestimmt wieder ein Äther. So. Hi, ich hab. Kind! Weg! Ich hab da was. Hallo, hallo. Was hab ich gehört? Du hast eine Fabrik hochgehen lassen, die Krypto-Pokémon produziert? Einfach so? Das haut an dir um. Ich schätze, das ist das Ende des ruchlosen Krypto-Plans. Was? Ist es nicht? Du meinst, die Krypto hat ein Hauptquartier auf der Insel Obscura? Aber wo befindet sich diese Insel Obscura überhaupt? Die Insel Obscura ist eine unbewohnte Insel südlich von Porta Portos. Upsala, Entschuldigung. Aber sie ist fast unmöglich zu erreichen. Herkömmliche Schiffe schaffen es nicht, zur Insel Obscura zu gelangen. Gäbe es allerdings eine Art Spezialboot, dann wäre es vielleicht nicht ganz unmöglich. Ja, ich weiß schon was. Aber jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo wir hin müssen. Die Liste scheint es auch nicht zu interessieren. Wir müssten aber gleich irgendwie eine E-Mail kriegen. Das quatsche ich alle an, die ich finde. Alle! Alle Leute, die hier rumlaufen, will ich alle anquatschen. Ja, der Queen ja da, das wir ihn verloren, ja, ist schon klar. Nichts Besseres zu tun, als hier rumzurennen und rauszufinden, wo wir als nächstes hin müssen. Ja, man merkt schon, es ist ziemlich lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß es echt nicht mehr. Sind diese Melodien dudeln? Gehen wir mal nach Porta Portos. Vielleicht kriegen wir ja da raus, wo wir hin müssen. Bum, bum, bum. Ich will das haben. Bitte, Altfahrt, gib mir das Boot. Hi. Jo, danke. Große Neuigkeiten. Riesengroße Neuigkeiten. Dieses Robo-Kyro, von dem ich dir erzählte, ist endlich fertig. Als Opa einen Plan ausgearbeitet hatte und anfing, ihn umzusetzen, kam eine hammermäßige Rakete dabei raus. Komm hier und sieh es dir an. Und hör Opa zu. Oh. Lass mich dahin. Hi, Opi. Dann schon sagte, haben wir das Robo-Kyro repariert. Ein wahres Meisterstück. Stimmt das nicht? Worum geht's denn? Bla bla bla, bla blub, 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 blub. Starker Tobak, in der Tat. Du meinst, das Krypto
Ich habe Probleme mit diesem HQ, warum auch immer. Ist auf das irritiert mich, dass in dieser Abkürzung steht. So. Du meinst das Krypto HQ. Ich lasse es. Und du willst da jetzt hin? Den Obscura? Kein Wunder, dass keiner der Kryptobasis finden konnte. Die Ströme dort sind tückisch und es weht immer starke Winde. Da kommt man weder zu Wasser noch zur Luft ran. Und wie kommen die da hin? So war das wirklich bis heute. Aber jetzt sieht die Seite anders aus. Ich weiß, was du meinst, Opa. Das Robokyore, stimmt's? Ganz genau, Chang. Unser Robokyore ist in der Lage, die Insel Obscura zu erreichen. Also gut, machen wir das Robokyore bereit für Duncan. Komm, Chang. Ei, ei, Captain. Ich will das haben! Das ist cool! Damit kann man übers Wasser fahren und ich krieg eine E-Mail. Nein. Hey Duncan, offenbar reicht der Kampf gegen die Krypto eine kritische Phase. Deshalb möchte ich dir etwas geben. Es dürfte von großem Nutzen sein. Bitte komm ins exklusives Verbruss. Und ich habe den Peter endlich restlos trocken gekriegt. So. Ah, da bist du ja. Hier rüber. Drüben am Pier. Da. Das ist das Robocure. Und dieses Baby in die Gruppe werfen. Es ist getankt und abfahrbereit. Du kannst sofort aufbrechen, wenn du willst. Ja, aber erstmal bist du so Professor Klein. Da hat die Lammert nur uns. Oder so. Jedenfalls wollte er mit uns sprechen. Da fahren wir nochmal eben schnell hin. So viel Zeit haben wir ja noch. Der labert uns bestimmt wieder mit irgendeinem Nonsens voll, weil er das immer so macht. Na bla 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 bla. Spuck, Rotz, Spotz. So, wo ist er denn? Guck, da ist er, als ob ich es nicht wüsste. Hey Duncan, schön dich wieder zu sehen. Ich möchte dir etwas geben, Duncan. Vergib mir bitte. Was der mir wohl geben möchte. Und nur? Eine geheime Tür. Da hab ich dich erschreckt. Da folge mir jetzt bitte. Oh nein. Das ist der geheime Pornokeller. Ich will auch nicht rein. Oh mein Gott. Na gut. Danke, hier drüben. Komm bitte her. Ich hab Angst. Der Keller hat mir schon immer Angst gemacht. Ich muss jetzt stark sein. Es geht um die Rettung der Welt. Es kann nicht so schlimm sein. Was willst du? Der Kampf gegen die Gruppe ist nun in einer entscheidenden Phase. Ich denke, diese besondere Situation erfordert besondere Maßnahmen. Dagegen hier ist etwas, das ich dir geben möchte. Na los, öffne die Kiste da und nimm dir, was du darin befindest. Es regnet hier. Cool. Yay, yeah, Meisterball! Cool, danke. Das ist ein Meisterball, ja, ich weiß. Der ist lila und ein M obendrauf. Dieser Pokéball ist einzigartig. Ja. In jedem Pokémon-Spiel gibt es einen Meisterball, deswegen ist auch jeder Meisterball einzigartig. Ist, ja. Deine Fangquote liegt bei 100%. Du wirst ihn wirklich erst dann verwenden, wenn du dir absolut sicher bist. Also nicht locker lassen. Das war schon. Mehr kriege ich nicht. Ich will Kuchen und Kekse. Und Schokolade. Und Weintropsch. Ich hau jetzt ab. Ich habe ganz wichtige Mission. Meine Wäsche trocknen und danach werde ich doch der Insel Obscura reisen. Warum komme ich da jetzt drauf? Ich habe keine Ahnung. Es ist so alt. So. Ja, ich darf das Robokyore benutzen. Ja, es ist meins, 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 ganz allein. Und ich kann nicht von da vorne laufen. Yeah. Aber wir werden es erst im nächsten Part benutzen. Wenn wir in die letzte Phase dieses Spieles gehen und die Welt vor Team Krypto retten. Schon wieder. Also bis dann. Tschüss.